Willkommen zurück zu Miitopia! In der letzten Folge haben wir hier, genau hier, einen Kampf gemacht. Und ja, wir sind jetzt mit diesem Trupp fertig. Wir warten jetzt hier und machen nun mit der anderen Truppe weiter. Let's go! Wir wurden ja getrennt. Oh, dich gab's ja auch noch krank, ja? Ganz vergessen. So, was wollt ihr denn haben? Eiscreme-Kluft. Augapfel-Kluft. Superkostüm. Oh Gott, ihr wollt alle nur mein Geld, ne? Ach komm, nehmt einfach mein Geld, dann seid ihr glücklich. Und dann nervt ihr nicht mehr mit solchen schrecklichen Kostümen. Obwohl, das ist eigentlich noch ganz okay. Das ist tatsächlich noch ganz okay. Vor allem so der untere Teil des Kostüms. Aber das sieht einfach viel besser aus. Und das macht nur... Ah, das hat nur 8 plus gemacht. Na gut, das war noch nicht so teuer, aber trotzdem. Hat sich nicht wirklich gelohnt. Nee. Nee, nee, nee. Du, 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 du. Ach, komm, machen wir weiter. Ich glaube, hier gibt es dann nur so zwei Level. Wahrscheinlich nur so zwei Level. Oder? Ach so, da bin ich. Ach so. Ich dachte, die Kamera ist irgendwie verglitscht und will nicht nach unten. Weil unten war ja der Felsen. Ich dachte, wir sind jetzt irgendwo mitten auf der Treppe. Ups, sorry. Priester tun so viel Gutes. Sie können Leute heilen. Ach, so nicht der Rede wert. In diesem Sinne, kannst du auch was gegen meine Rückenschmerzen machen? Hör mal. Nur weil ich Jesus bin, kann ich nicht alles. Hm. Naja. Ich dachte gerade wirklich, das Spiel wäre irgendwie verbuggt. Aber nee, wir fangen einfach nur hier oben an. Oh. Ich, Medusa. Du, Medusa. Aha. So, zeigt mal, was ihr drauf habt. Wie ich euch... ja, ausgebildet habe. I guess. Ich bin am höchsten gelevelt von allen. Ich zeig ja hier, wo der Hammer hängt. Ich bin da... Chef dieses Trupps. Dieses ganzen Trupps. Wir müssen jetzt zeigen, aus was für einen Willen die bestehen. Ja. Ihr werdet schon den Weg zu uns alleine finden. Ja, leider kann man nicht noch mehr vorspulen. Und neue Technik. Absorption. Was macht das? Heilen, oder was? Ah, ja, das heilt. Okay, cool. Ich dachte, das wäre sowas wie Blutsauger, ja? Eigentlich ist es das auch, aber es funktioniert ein bisschen anders. Aber basically ist es ja schon eine Art Blutsauger. Ja. Doch, Blutsauger. So. Du gehst mal hier hin. Einer aus unserem Trupp fehlt. Ich habe nicht so viel Attention aufgepasst. Um zu wissen, wo die Person ist, aber da ist sie wieder. Okay. So, Leute, jetzt macht es. Kriegt es hin. Neue Technik. Parfüm. Alle so abwesend. So, was riecht der denn so schön, diese Prinzessin da? Also ich kann sie jetzt leider nicht entführen oder angreifen oder sonst irgendwas machen. Ich muss jetzt leider weiter riechen. Okay. Understandable. So, und dann können wir sie jetzt hoffentlich killen. Ich kann leider nicht noch mehr vorspulen. Wäre eigentlich ziemlich nützlich, weil ist gerade ziemlich uninteressant zu sehen, wie die kämpfen, ohne dass ich halt irgendwas machen kann. Wir gucken halt nur zu. So, wenn ich zumindest noch da wäre, dann könnte ich ja noch irgendwas auswählen. Ein bisschen was beeinflussen. Ein bisschen strategisch arbeiten. Aber so, die machen ja jetzt einfach ihr Ding. Ist nicht so wie Mystery Dungeon zum Beispiel, wo du deinen Charakter irgendwie einzeln sagen kannst. Du hast jetzt diese Persönlichkeit, du gehst jetzt nur in die Richtung, du kämpfst nur, du bist nur ausweichend oder so. Die machen alle, was sie wollen. Hier kannst du denen nichts sagen. Ist halt ein anderes Gameplay. Ich würde nicht unbedingt sagen, es ist schlechter, aber es ist auf jeden Fall anders. Ja. So, und hier müsste jetzt das Ziel sein. Außer hier kommt noch ein Gegner und will nerven. Oder eine Cutscene. Egal welcher Hebel, es ist Aua. Es ist egal. Yep, ist das Ende. Okay. Yay, 1800 Leute gerettet.
Alles verbessert sich. Cool. Super. Blüpp. Ich habe wahrscheinlich kein Geld für euch, also machen wir mal direkt weiter. Oh, warte, ich kann noch mal kurz am Essen schauen. Warte, warum willst du hier hin? Was willst du da? Oh, oh, don't do it, don't do it. Jesus, Cosplayt einfach, Bunny. Ich liebe es. Oh Mann. Vielleicht geht da ein bisschen mehr ab bei den beiden als gedacht. Hm. Oh Mann. Ich wollte gar nicht wissen, was gerade in meinem Kopf abgeht, ne? Felsbonbon. Eher Bonbon oder eher Fels. Lieber nicht zu fest zubeißen. Das waren Felser. Fuck. Bratpilze, Doppelsternchen. Auch bei Pilzen gilt, wer mehr bekommt, hat mehr davon. Aber das ist natürlich dann wieder unglaublich lecker. Was sagst du? Ja, der Stein hat geschmeckt. Lecker Steinchen. Das Steak? Auch. Und die Tränen? Die mag natürlich niemand. Also komm, lassen wir's. Hör mal auf. Die Tränen mag niemand. Niemand mag Tränen. Könnte man als Fakt dastehen lassen. Na doch, Freddy mag. Aber das wundert mich nicht wirklich. So, ein weiteres Quiz mit Tingle. Zwei in einem Gebiet. Hatten wir schon mal. Also nur so nah aneinander in einem Gebiet. Auf eine Runde, wer bin ich? Alles klar. Let's go. Frage 1. Wer ist Töchterchen? Du. Du bist Töchterchen. Dum 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 dum. Wer ist Prinz von nebenan, Ingi? Du bist das. Also wenn ich das nicht wüsste, wäre schon peinlich. Frage 3. Welches Outfit ist richtig? Ja, der redet. Die anderen sahen schrecklich aus. Ich möchte nicht über Isaac reden. Dum, 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 dum. Yay, Professor Diggit freut sich, weil er so schlau ist. Toll. Na doch, hier geht's noch ein bisschen lange weiter, aber ich glaube, die Truhe skippen wir erstmal und sammeln erstmal den anderen Trupp ein. Dann können wir es zusammen machen. Geht schneller. Auf jeden Fall. Und dann sind wir stärker. Oh, ein fieser Troll. Ein fieser Troll. Also ein normaler Troll, so wie Gomme, aber fies. Wahrscheinlich in dem Bann von dem dunkleren Fürsten. Hm. Ich frage mich, wer der die dunkelste Dunkelheit sein wird. Dieses eine kleine Viech. Diese Seele oder was auch immer. Oh, erste Sturaktion Blöffen. Aber, der. Also ihr wisst schon, was ich meine. Hat man ja gesehen, als wir Gomme halt den besiegt haben. Irgendwas ist da rausgesprungen und dann in Iwata rein. Wer oder was ist das? Wahrscheinlich eher ein Wer. Wer ist das? Was hat er vor? Warum macht er das Ganze? Einfach nur, wir stellen Monster und Weltherrschaft? Oder hat das noch einen anderen Grund? Hm. Das werden wir hoffentlich die nächsten paar Folgen herausfinden, wenn wir dann endlich gegen den dunkleren Fürsten Iwata kämpfen und dann ihn befreien von diesem Viech. Ja. Das Spiel hat schon ziemlich gute Musik, kann man sagen. Hat tatsächlich ziemlich, ziemlich viele Kampfmusik. Das war kein richtig deutscher Satz, oder? Auf jeden Fall, dieses Spiel hat sehr viel verschiedene Kampfmusik, ja. Ich weiß nicht, welches andere Spiel auch so viel verschiedene Kampfmusik hat. Ich meine, ich muss nicht unbedingt sein. Oh, nein! Bunny! Also da muss ich eingreifen. Sorry, aber das geht nicht. Kann ich meine arme Bunny so... Also das geht doch nicht!
Die arme Prinzessin Bunny. Geht doch nicht. Oh. Ja. Da geht nochmal schön Level up. Und hier das Ziel, damit wir uns verbinden können. Please. Bro. Okay. Na, ja, okay. Die wollen nochmal kurz nerven. Diese Nullnummern, diese Flaschen. Sterben auch so schnell wie eine Flasche. Lol. Also es gibt wirklich Kämpfe und Level, die ziemlich nervig sind. Auf die du hast so gar keinen Bock hast. Das hier ist so eins. So ein Level mit solchen Kämpfen halt. In das Zimmer von Girlfriend. Können wir machen. Jesus wollte zwar eigentlich in dein Zimmer und du willst es wieder abhauen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie was falsch gelaufen ist bei euch. Oh. Oh, jetzt lästert sie über Jesus. Oh, shit. Alter. Was lästert ihr von Jesus? Oh. Ich kann es nicht glauben, was ich hier zu hören bekomme. Oh, Heldenfächer. Ist nicht der exakt gleiche. Mal wieder. Gerade ein bisschen Probleme, die alle zu unterscheiden, die ganzen Waffen. Ach so, nee, 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 nee. Okay, nee, nur eine Wertung. Nee, nee. Das sieht schon ähnlich aus, aber nicht so. Ja, ja. Keine Ahnung. 1,80. Ja, toll. Weiter geht's. 12 verschiedene Fächer. So, sammeln wir kurz die anderen ein. Dann mache ich kurz offscreen dieses Level hier. Really? Noch ein Level. So unnötig. So unnötig. Das streckt das nur so unnötig wieder in die Länge. Bitte streitet euch jetzt nicht. Oh. Hä? Lampengeist Nebby. Was machst du denn hier? Suddenly, Bosskampf. Pharao Nebby 2. Der Endboss aus dem zweiten Gebiet. Alleine. Aber gut, wir sind auch alleine. Ich kann nichts machen. Ob die das hinkriegen, ohne dass ich da irgendwie helfen kann? Und das irgendwie helfe? Kann es nicht sagen, aber. Aber ich kann ein bisschen helfen. Naja, was machst du denn? Nicht heilen! Hey! So habe ich dich aber nicht erzogen. Doppelte Fächerwelle. Achso, ich dachte, die machen jetzt einen Doppelangriff. Nee, schade. Wäre cool gewesen. Ah, guck mal. Jetzt freuen die sich doch noch mal ein bisschen besser an. Ah, das ist doch schön. So. Hier kann er jetzt noch mal richtig mitkämpfen. Perfekt. Let's go. Ja, das passiert manchmal. Hab grad nicht aufgepasst, um ehrlich zu sein. Ich hab grad woanders hingeguckt. Aber hey, wir haben gewonnen. War ein ziemlich langweiliger Kampf, muss ich zugeben. Aber hey, wir haben es geschafft. Ja. Das war eine ziemlich langweilige Stelle. Aber hey, ab hier kann es ja eigentlich nur noch bergauf gehen. Sorry für die komische Awkward Silence gerade. Sorry dafür auf jeden Fall. Das war nicht extra. Plop. Warum habe ich nur sein Pech? Ist es nicht schön, sein Gesicht zu verlieren? Dann unsere Fürst muss weg! Mach ihn fertig! Ups, entschuldige den Ausbruch. Eigentlich bin ich doch jetzt viel zahmer geworden. Ja, auf jeden Fall pass auf dich auf. Wir werden auf uns aufpassen. Ganz sicher. Die Truhe nehmen wir noch mit. Und weiter geht's. Blüpp.
Ja, kein Bock. Machen wir weiter direkt. Gar keine Lust. Wir ziehen schnell weiter. So, wir sammeln uns hier wieder auf. Und dieses Geschenk ab da. Die Truhe. Und dann werden wir schauen, wie es so laufen wird. Ich hoffe wirklich nicht, dass der Turm noch so viel weitergeht. Weil, muss jetzt nicht unbedingt sein, sage ich es mal so. Zack, Also der Rest der Folge ist eigentlich nur noch hier die Truhe. Ich werde jetzt nicht mal großartig viel machen. So, die beiden können sich ja noch ein bisschen leveln, aber ich würde tatsächlich lieber gerne, dass Mike mit Freddy ein bisschen levelt, statt die beiden hier. Auch wenn die gerade erst bei Level 4 geworden sind, die es gebrauchen könnten. Trotzdem. Darauf hätte ich hier mehr Lust. Obwohl, mit Danny könnt ihr aber auch noch. Ja, keine Ahnung, komm, machen wir jetzt einfach weiter erstmal. Ja, du. Kommt erstmal rein. Und dann können wir auch noch schauen. Ich möchte alle ungefähr equal haben. Oh Gott, das geht doch ziemlich weit nach oben, ne? Damn. Eines überrascht mich beim Öffnen einer Schatztruhe immer wieder. Man kann am Geruch sofort erkennen, was drin ist. Oh ja? Ja. Irgendwie hast du recht. Vor allem bei so HP-Bananen. Die riechen so süß. Und lecker. Und Gold stinkt total. Stimmt, das hat seinen metallischen Geruch. Was wir wohl in der nächsten Schatztruhe finden. Hoffentlich was auch gut riecht. Was denn zum Beispiel? Alter, alle kriegen ein Level up. Auch ich. Na gut, ich glaube alle außer einer. Alle außer zwei. Okay, das sah ein bisschen nach mehr aus. Okay, dann wollen wir doch mal nachschauen, was sich hier in dieser Truhe befindet. Dann würde ich auch jetzt schon mal sagen, freut es mich, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder vorbei, dabei. Und schaut vorbei. Wenn wir dann weiter hier hochklettern, diesen riesigen Himmelsturm. Mike hat irgendwas im Gesicht. Jetzt nicht mehr. Schön. Yeah. Erst Level 11, Freunde. Ich dachte, die sind schon viel weiter. Anscheinend nicht. Und was ist hier drin? Giftige Proben für Igitt. Naja. Naja. Lassen wir es mit das hier. Das sieht heftiger aus. Mit diesen Elektroblitzen da drin. Ja. Ja, dann würde ich sagen: Bis dann und ciao! Oder so.